Für Promis ist es das Event des Jahres, die Oscars. Man muss einfach dabei gewesen sein, komme was wolle. Neben dem Outfit darf da eins auf keinen Fall fehlen, der richtige Partner. Es soll ja alles perfekt sein, wenn man auf dem roten Teppich geknipst wird. Bei vielen Stars steht der passende Fotopartner allerdings noch in den Sternen. Kate Hudson zum Beispiel. Sie ist seit Dezember von ihrem Ex-Verlobten Matt Bellamy getrennt. Schnell kamen Gerüchte auf, dass die Schauspielerin direkt nach der Trennung anfing, Dancing with the Stars-Teilnehmer Derek Hough zu daten. Im Januar postete sie wiederum ein Foto von Bellamy und ihrem gemeinsamen Sohn auf Instagram. Wer es letztendlich wird, wir werden es am Sonntag erfahren. Und auch Jennifer Lopez und Casper Smart heizen die Gerüchteküche an. Nach ihrer Trennung im Sommer wurden die beiden jetzt wieder häufig miteinander gesehen. Gibt es da etwa ein Liebescomeback bei den Oscars? Ganz anders sieht es dagegen bei Bradley Cooper und Suki Waterhouse aus. Zwischen dem Hollywood-Pärchen soll es angeblich kriseln. Letztes Jahr noch waren sie zusammen bei den Oscars, doch erst letzten Monat tauchte Cooper alleine bei den Golden Globes auf. Legt er auch bei der Nacht der Nächte einen Solo-Auftritt aufs Parkett? Und am Ende haben wir dann natürlich auch noch die Spekulation um Sexsymbol Jennifer Lawrence und Coldplay-Sänger Chris Martin. Seit letztem Sommer sind die beiden ein heißes Thema und wurden nach kurzer Unterbrechung wieder turtelnd in einem Restaurant gesichtet. Einziges Problem, Martins Ex, Gwyneth Paltrow. Die Schauspielerin hängt angeblich noch an dem Sänger und kommt, wer hätte es gedacht, auch zu den Oscars. Da könnte es zu einem peinlichen Aufeinandertreffen zwischen den dreien kommen. Naja, ob unangenehme Zusammenkünfte oder einfach ein glückliches Verliebtsein, wir sind gespannt, wenn es wieder heißt, And the Oscar goes to...